Guten Morgen, ich bin gerade in Düsseldorf und zwar startet heute mein Ausflug mit Christine nach Marrakesch. Wir sind schon gestern Abend angereist und haben jetzt in Düsseldorf übernachtet in einem Hotel, ist direkt in Unterrad in der Nähe vom Flughafen. War ganz nett hier und jetzt sind wir frisch und munter und starten jetzt zum Flughafen. Der ist nur so ein paar Kilometer entfernt von hier und dann geht's los. So, jetzt essen wir erstmal was. Wir hatten nämlich im Hotel kein Frühstück und haben gerade schon gehört, der Flug verspätet sich, also können wir in Ruhe essen. Zwei Stunden später, also wir haben jetzt über eine Stunde am Passkontrolle angestanden und dann nochmal über eine Stunde nochmal unsere Gepäck checken zu lassen. Und jetzt warten wir auf unseren Fahrer, der vielleicht schon da ist, aber vielleicht auch erst kommt. Und dann geht es zu unserem Riad. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln, aber ich glaube zumindest, dass wir das schon jetzt schon. Wir sind jetzt in unserem kleinen Zimmer. Es ist wirklich nur so eine kleine Kammer, aber ganz süß. Leider ohne Fenster, aber wir haben ja eh nicht vor, so viel hier im Zimmer zu bleiben. Aber trotzdem ganz hübsch mit dem Boden und so. Gestern Abend schon hier im Clock Kitchen etwas essen und da sind wir jetzt heute Mittag einfach nochmal hingegangen, um noch was zu Mittag zu essen, bevor um 14 Uhr, also jetzt gleich dann die Tour zu den Gärten losgeht, die ich gebucht habe. Und hier ist eine richtig, richtig schöne Aussicht auch. So, also das hier ist die Aussicht vom Clock Kitchen aus. Das war gestern Abend übrigens auch total cool hier, weil da fand noch so eine Party statt mit Musik und Tanz. Ja, und hier haben wir den Ausblick über die Medina.
Essen und starten jetzt mit unserer Gartentour. Wir gehen jetzt, glaube ich, durch drei verschiedene Gärten. Und ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem wir als allererstes fahren, aber wir sehen es sicherlich gleich. Und ich weiß auch jetzt gar nicht, wie lange wir fahren. Manchmal ist es mit der Kommunikation ein bisschen schwierig hier. Aber wir sind auf jeden Fall unterwegs zu den Gärten und ich bin auch schon super gespannt auf den Majorellgarten vor allem, aber auch auf die anderen. So, also aus unserer Viergärten-Tour wurde eine Eingarten-Tour, denn das Problem ist, wir hatten eine Tour gebucht mit Live-Guide, der Englisch spricht, und wir haben jetzt nur einen Fahrer, der nur Arabisch kann. Also ja, man muss halt schon aufpassen, was man so bucht. Das ist tatsächlich so, dass ich jetzt da anscheinend mit dem Chef aus der telefoniert habe kurz, und der hat mir dann zuerst erzählt, wir hätten keinen Guide gebucht, und da habe ich ihm gesagt, ja, ich habe hier einen Zettel und da steht drauf, wir hätten einen Guide gebucht, der Englisch kann, und dann hat er irgendwie gemeint, ja, der ist aber jetzt nicht da. Ja, und habe ich gesagt, dann will ich in die anderen Gärten nicht, weil ohne Guide, keine Ahnung, habe ich jetzt keine Lust, und wir wollen dann nur in diesen Majorellgarten. Und da sind wir jetzt auf dem Weg dahin, und angeblich hat der Fahrer Tickets. Genau, wir sind gerade da, angeblich hat der Fahrer auch Tickets. Ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt wird. Also diese Tour kann ich nicht so gut empfehlen. Naja, jedenfalls, ja, wenn wir jetzt gleich in dem Garten drin sind, bin ich ja schon glücklich. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt im Jardin Majorelle. Den hat Yves Saint Laurent 1980 restauriert. Ich bin super gespannt. Jetzt in dem Garten und haben jetzt zu unserem Fahrer gesagt, er soll uns an dem Place Jemaa el-Fna. Und jetzt Pferde unter. Das Problem, wenn man in die Kamera guckt, man sieht es nicht, wenn Pferdehaufen auf der Straße sind. Aber ich habe es noch geschafft auszuweichen. Und jetzt sind wir an diesem Place Jemaa el-Fna. Und ja, und da wird halt abends zum Foodmarkt. Und wir sind jetzt ja schon tagsüber da und suchen jetzt noch so einen Kaffee, weil wir Hunger haben mal wieder. Und jetzt suchen wir was zu essen. Genau. Also, ja, legen wir mal los. Christine, Hunger? Mhm. Ich glaube, das habe ich schon sehr oft in Videos so gesagt. So, Christine, Hunger, weil wir immer Hunger haben. Von mir läuft Polizei, da muss ich jetzt auch mal ausweichen. Die wundern sich wahrscheinlich auch, was ich da mache.
Streetfood-Stand was zu essen bestellt. Und eben habe ich an dem Stand Lammköpfe gesehen und Schnecken. Also hier gibt es echt einiges. So, es ist jetzt wieder etwas kühler geworden und wir laufen zurück zu unserem Riad. Wir versuchen es jetzt mal zu Fuß zu machen. Es sind ungefähr 2 Kilometer. Ich bin mal gespannt, ob wir den Weg finden. Guten Morgen, ein neuer Tag hier in Marrakesch und wir haben heute eine kleine Stadttour gebucht und werden jetzt am frühen Morgen 3 Stunden lang die Stadt nochmal kennenlernen. Wir fahren jetzt als erstes zum Wahir-Palast und sind jetzt auf dem Weg dahin. Ja, heute Morgen ja, es ist noch so ein bisschen kühl wie gestern auch. Erster Punkt von unserem Ausflug heute Morgen. Wir waren jetzt an der Kutubia-Moschee und zwar die sieht man so überall von der Stadt aus, den wir gestern auch schon von dem großen Platz aus immer gesehen. Daran kann man sich ganz gut orientieren, falls man mal so ein bisschen lost ist hier in der Stadt. Und jetzt fahren wir weiter. In der Art. Und dieser Palast wurde gebaut für irgendeine Frau von dem Sultan. Also sorry für mein, dass ich nicht so gut zuhöre, aber auf jeden Fall habe ich mir noch gemerkt, dass der 24 Konkubinen hatte und 4 Frauen oder so. Und das war für eine davon. Und es ist wirklich, wirklich sehr schön hier. Und auch sehr viele Menschen da. Christine versucht ein Foto zu machen. Christine, ist dir kalt? Ja. Jetzt steht jeder vom Brunnen. Ja. Wo irgendwie so live die ganzen Hühner geschlachtet wurden und Christina ja, jedenfalls haben die ganz schön gelacht bei unseren letzten Blicken, aber ja, also wir sind
sind jetzt Richtung Sux gelaufen. Also ich denke mal, wir sind gleich da. Und ich glaube, unser Führer, also unser Guide, ist, glaube ich, ein bisschen beleidigt mit uns, weil wir nicht in die Shops reingehen wollen. Wir wollen uns gerade so einen Teppichshop führen und in einen Shop mit Kräutern. Mit so Kräutern und Ölen, ne? Ja. Und jetzt telefoniert er irgendwie schon seit einer Viertelstunde, seit wir laufen. Er ist nur am Telefon. Ich glaube allmählich, dass er wirklich beleidigt ist. Aber wir wollten wirklich keinen Teppich kaufen. Also kann man jetzt nicht ändern. Wir haben unseren Guide jetzt verabschiedet, der übrigens wirklich stinksauer war. Er ist total schnell dann abgerauscht. Naja, man kann eben nicht immer alle glücklich machen. Jedenfalls sind wir jetzt im Café des Espies und haben uns Frühstück bestellt. Wir wollten eigentlich schon was zum Mittagessen, obwohl es erst 11:30 ist. Aber da gibt es irgendwie noch nichts. Aber ist auch nicht schlimm, denn wir haben uns jetzt ein zweites Frühstück bestellt und ist bestimmt sehr lecker. Ich bin gespannt. Also den Orangensaft und Kaffee haben wir schon hier stehen und gleich kommt dann ein hoffentlich großes Frühstücksbuffet, ein Teller. Ja, ich habe manchmal so einen Sprachfehler. Also, naja, ich bin aber auch gerade ein bisschen geschockt, weil Christine sich heute Morgen wahrscheinlich den kleinen Zeh gebrochen hat im Hotelzimmer, weil sie ist gegen so einen Türstopper irgendwie auf den Boden gelaufen. Jetzt ist ihr Zeh irgendwie so fett angeschwollen. Ganz lila. Ganz lila. Ja. Diese Tasche habe ich mir eben auf dem Markt hier gekauft. Ich finde die total schön mit dem langen Lederband und habe es von 100 Dirham auf 60 runter gehandelt. Immerhin, das sind dann so ungefähr 6 Euro. So, wir sind jetzt mit dem Taxi gefahren, sind jetzt angekommen bei La Mamunia, bei dem großen Luxushotel. Christine muss jetzt noch ihren riesen Rucksack abgeben. Wir haben zuerst schon so Panik geschoben, weil wir gedacht haben, sie müsste ihre Kamera abgeben, aber nur den Rucksack. Fotospots in Mamunia sind irgendwie nur für Hotelgäste zugänglich und deswegen haben wir jetzt da keine Fotosession hingeregt. Aber es war trotzdem interessant, sich mal so diesen Palast der Superreichen anzugucken. Und jetzt haben wir ein Taxi genommen und versuchen jetzt zum Rio Grande Secret zu kommen. Unser Taxifahrer hat schon mal nicht gewusst, wo das ist und hat jetzt so einen Kumpel gefragt und er hat ihm den Weg erklärt zum Jardin Secret. Ich hoffe, dass das jetzt unserer ist. Wir werden es gleich sehen. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Genau, mach mich voller Haare. Wir konnten jetzt leider nicht, also wir haben das Rio Grande Secret gefunden, aber wir konnten leider nicht reingehen, weil man da immer einen Tag vorher reservieren muss. Und das hatten wir natürlich nicht, weil ich ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen bin, dass man einen Tag vorher reservieren muss. Und jetzt waren wir nicht da, aber wir haben trotzdem in so einer schönen Gasse da noch geshootet. Da war noch ein kleines Kätzchen, mit dem haben wir noch gespielt. Und jetzt haben wir richtig Hunger und suchen jetzt Couscous. Wir sind jetzt noch einmal komplett durch die ganze Medina gelaufen. Von dem Atal Café, das liegt so nördlich von Jemaa el Fna, in dem großen Platz. Und da sind wir jetzt einmal so bis zu dem Platz und dann nochmal komplett durch die ganze Medina zurück hierher gelaufen. Und wir lassen jetzt den letzten Abend genau dort ausklingen, wo auch unser erster Abend begonnen hat. Und so sind wir jetzt nochmal im Café Clock, das liegt ja direkt bei unserem Riad. Und wir haben jetzt mal eine Platte mit marokkanischen Vorspeisen bestellt und ich hoffe, da ist nichts Ekliges drauf. Denn hier in diesem Kaffee gibt es übrigens auch einen Kamelburger, ne? So zur Info, ne? Aber wir gehen jetzt das Risiko mal ein. Ich habe mir aber auch noch zusätzlich eine Suppe und ein paar Pommes bestellt, also werden wir auf jeden Fall was essen können. Thank you.
fliegen zurück. Wir haben es gerade noch so geschafft. Wir waren nämlich super lange Kontrollen überall. Nicht verstanden, wir haben hier keine Gepäckfächer.